Yo Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Unboxing zur neuesten 6PM Kollektion. Medina Blues heißt das Ganze. Welches Piece ich mir geholt habe, wie das Ganze an mir fittet und wie ich das Ganze so ein bisschen bewertet habe, seht ihr heute alles. Viel Spaß! Endlich hat Ashraf mit seiner Modemarke 6PM mal wieder eine neue Kollektion gedroppt. Vorher waren es mehr ja so einzelne Drops, wie zum Beispiel die blaue Bomberjacke. Die Meinungen zur Kollektion sind sehr unterschiedlich, viele feiern sie nicht. Ich persönlich finde sie sehr, sehr cool, vor allem im Sommer mit den bunten Farben, kommt sehr, sehr wild. Mir persönlich haben die Hoodies und die bunten T-Shirts am meisten gefallen. Und ob man jetzt im Sommer 4 Hoodies droppen muss, weiß ich nicht, aber trotzdem fand ich sie sehr cool. Ich war um Punkt 18 Uhr im Shop, die Seite hat etwas geladen, als ich dann drauf war, waren einfach schon alle Hoodies leider ausverkauft. Deswegen habe ich mir dann ein T-Shirt geholt, zum Glück habe ich noch eins bekommen und welches, das seht ihr gleich. Haben wir auch schon das Paket, schauen wir gemeinsam rein. Was haben wir drin? Lieferschein, Retourschein, Dankeskarte. Ihr seht es auch schon, ich habe mir das gelbe T-Shirt von 6PM gezogen. Und das angekündigte Feuerzeug, zu dem kommen wir aber später nochmal. Hier haben wir das Ganze. Boah, die Farbe sieht echt krank aus. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber es ist echt ein schönes Gelb. Man sieht, die Schrift besteht hier aus drei verschiedenen Mustern. Das eine ist so flauschig, das andere ist gestickt und das andere ist ein dicker Pufferprint. Sieht für mich eigentlich sehr, sehr cool aus. Ich finde den Stoff auch sehr angenehm, nicht zu dick und nicht zu dünn. Eigentlich so ein gutes Mittelmaß, perfekt für den Sommer. Probieren wir das Ganze mal an. Hier haben wir das T-Shirt, wie gefällt es euch? Mir gefällt es übertrieben gut, der Fit ist gut, die Farbe ist schön und der Stoff ist auch echt angenehm. Kommen wir nochmal zum Feuerzeug zurück. Ich möchte euch was Kleines zurückgeben, somit verlose ich dieses Feuerzeug. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur Abonnent des Kanals zu sein. Wenn ihr dazu ein Unboxing haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Kommen wir nun zum Fazit. Ich finde, das T-Shirt macht optisch auf jeden Fall was her, ein schöner Gelbton und der Fit ist auch extrem gut. Was ich extrem cool finde, ist, dass man bei 6PM diesmal keine Versandkosten zahlen musste. Jedoch glaube ich, wurden die anderen Preise auch etwas angepasst. Denn ich meine, 60 Euro für ein T-Shirt ist nicht wenig. Und ich glaube, bei anderen Brands kommt man da günstiger davon. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das T-Shirt sein Geld wert ist, da ich das Gesamtbild sehr gut finde. Das war's mit dem Video heute. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum T-Shirt findet, wie ihr die Kollektion findet. Macht gerne auch am Gewinnspiel mit. Einfach abonnieren und ihr seid dabei. Und nächste Woche kommt noch ein Video zu den neuen Peso Raws, also aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ciao, ciao.